Ja, herzlich willkommen zur heutigen Veranstaltung, wie jeden Montag um 20 Uhr. Es geht heute um das Thema Einwandsbehandlung. Ich glaube, ein sehr wichtiges, ein sehr interessantes Thema für die meisten, weil viele oft über diese Hürde nicht drüber kommen, dass jemand Fragen stellt. Manche sehen sich auch zurückgewiesen, wenn jemand Fragen stellt, auch wenn es kritische Fragen sind, obwohl es ja ein Zeichen dafür ist, dass jemand Interesse hat. Das heißt, wenn Fragen kommen, seht das einmal sehr positiv und sagt, jö, der hat Interesse. Weil wenn er sagt, ich habe kein Interesse, dann fragt er auch nicht und sagt, ich habe kein Interesse. Wenn er sagt, was haben Sie heute in der Speisekarte, auch in einem Restaurant, wenn ich das frage, dann weiß der Kellner, ich habe Interesse, etwas zu essen. Ich weiß nur noch nicht was. Da sagt der Kellner auch nicht, boah, der weiß nicht, was er will, ist ja fürchterlich und wer weiß, ob er jetzt was bestellt. Ja, ich will nur mehr Information haben. Also es ist nichts Negatives. Und bei unserem Business auch, wenn jemand fragt, dann hat er ganz großes Interesse mitzumachen. Diese Person, unser Gegenüber, will dann nur abwägen, ist da die richtige Energie, ist da der richtige Spaß, kann ich da Geld verdienen, ist es das richtige Team, ist es der richtige Zeitpunkt. Wenn wir diese Fragen beantwortet haben, dann haben wir meistens einen sehr guten und engagierten Partner. Darum ist es so wichtig, diese Fragen auch von unserem Gegenüber zu beantworten und sie willkommen heißen, diese Fragen, und sagen, super, dass du das gefragt hast. Egal welcher Einwand es ist, ob es zu teuer ist, ob das ist ein Pyramidenspiel, seid ihr eine Sekte, nein, wir haben nicht das Gleiche an und, und. Also einfach auf diese Fragen, die so kommen, ganz locker dann eingehen und den Menschen auch helfen zu verstehen, wir sind offen für Fragen, weil oft braucht man sogar 6, 4, 5, 6, 7 Termine, damit jemand Ja sagt. Oft dauert es 3, 4, 5 Jahre, damit jemand Ja sagt. Ich habe so ein typisches Beispiel, ein sehr guter Freund von mir. Wir waren am Samstag spazieren, hat jetzt nach 5 Jahren, obwohl er weiß und von mir immer wieder hört, sich entschieden, gestern ins Team einzusteigen. Das heißt, manchmal dauert sogar 5 Jahre, wo man Fragen beantwortet, in einem Informationsprozess drinnen ist und wo der sagt, okay, ich schaue mir das doch einmal an und das ist gut so. Das heißt, welche Einwände, welche Fragen habt ihr so, um das geht es heute, wo ihr gerne einen Tipp haben möchtet, wo ihr dann vielleicht die eine oder andere Antwort besser gibt. Weil eins ist schon klar, die Qualität der Antwort ergibt auch der weitere Schritt, ob die Person weiter im Gespräch bleibt oder das Gespräch irgendwann abbricht. Das heißt, auch die Qualität unserer Antworten bestimmt, ob jemand dann mit einem guten Gefühl einsteigt und sagt, schieß los, mach mal jetzt einmal und gehen wir das Ganze groß an. Und darum, bei welchen Fragen, bei welchen Einwänden bleibt ihr am meisten hängen? Dabei will ich euch jetzt helfen. Wer was sagen will, einfach auf laut stellen und Also fragen. gut, dann habe ich gleich die erste Frage. Und zwar, ich lebe auf La Palma, auf den Kanarischen Inseln. Hier sieht es gerade ziemlich schlecht aus finanziell, also wie an vielen Orten. Nur gibt es hier auch keine Unterstützungen. Und die Leute sagen dann Nummer eins, warum ist das so teuer? Das kann ich mir gar nicht leisten. Und also ich bin ein großer Fan von dem Moringa Supermix, weil ich kann auch nur was verkaufen, wovon ich selber überzeugt bin. Okay? Und das tut mir sehr gut. Das nehme ich jetzt schon seit sicher mal dreiviertel Jahr. Also das XM Plus und das Supermix. Aber also ich habe außer dem Triotic auch noch kein anderes Produkt ausprobiert. Ich habe auch ganz große Schwierigkeiten, den Leuten auch gleich noch zwei Produkte regelmäßig zu verkaufen, wenn eins schon denen zu teuer ist. Und ich habe wirklich schon ganz viele Leute angesprochen. Okay, ich beantworte dir das einmal jetzt, dass wir mal den ersten Teil abdecken. Ich gehe nie dann auf Konfrontation, sondern ich sage, meistens stelle ich einmal eine Gegenfrage. Wenn du jetzt deine Personen da in deinem Umfeld hast, ja, die du so kennst, fühle ich einmal in die rein und gib mir die Antwort, als wären das jetzt meine Gegenüber. Ja? Ich würde zuerst einmal gar nicht sagen, es ist nicht zu teuer oder sonst was. Ich würde dich fragen, was meinst du mit zu teuer? Das heißt, egal welcher Einwand kommt für alle Einwände, die jetzt kommen, hinterfrag mal, was meinst du mit zu teuer? Oder wenn jemand sagt, Network Marketing kenne ich schon. Okay, was meinst du damit? Woher kennst du es? Oder es ist der und der und der Einwand. Aber jetzt bei zu teuer. Was meinst du mit zu teuer? In erster Linie müssen wir mal verstehen, bevor wir eine Antwort geben, was unser Gegenüber meint. Und die meisten machen das nicht. Sie verteidigen sich. Und wenn du dich verteidigst, sagt der andere, ah, ich habe es gewusst, sie sieht es auch so. Dann hast du schon verloren. Das heißt, meine Frage, was meinst du mit zu teuer, Birgit?
wenn ich nur 600 Euro im Monat verdiene und damit eine Familie ernähren muss, dann kann ich nicht 150 Euro ausgeben, um solche Produkte zu kaufen. Okay, verstehe ich voll. Wenn du dir das leisten könntest, wäre dir dieses tolle Produkt es wert für deine Gesundheit? Das wäre die nächste Frage gewesen. Ja, auf die bin ich nicht gekommen, okay. Ja, wäre für dich interessant. Das heißt, du bist auch der Meinung, dass unsere Produkte eine enorm hohe Qualität haben. Ist das richtig? Dann sagt mein Gegenüber natürlich, habe ich keine Ahnung, kenne ich nicht. Ich habe mich wenig informiert über Moringa im Netz zum Beispiel. Da gibt es Produkte, die sind viel billiger. Das kriege ich dann als Antwort. Okay, gut. Welche Produkte hast du im Internet gesehen? Wir sind eigentlich schon bei der nächsten Frage, die ich wieder hinterfrage. Okay. Welche Produkte hast du dort gesehen? Habe ich nicht gefragt. Die Frage habe ich nicht gestellt. Genau. Dann sagt der vielleicht, ich habe da gesehen, kostet nur 10 Euro. Okay. Was wurde da angeboten? Mhm. Moringa. Ja, was von Moringa wurde angeboten? Dann wird sich die Person natürlich auch unsicher sein, weil sie sich noch gar nicht informiert hat, was ist der Unterschied. Das ist so, wie wenn ich zu dir sage, da kosten die Tomaten nur 80 Cent, bei dir kosten sie 3,50 Euro. Ja, okay. Ja. Da würde ich auch fragen, was meinst du, welche Tomaten kosten 80 Cent und welche kosten 3,50 Euro? Redest du jetzt von den Biotomaten oder redest du von den Tomaten, die noch nie in ihrer Entstehungsphase Sonnenlicht gesehen haben, weil sie irgendwo in irgendeinem Treibhaus mit irgendetwas aufgezogen werden? Das heißt, ist es Moringa, das nur das Blattpulver ist, was 99,9% ist, was du im Internet kaufen kannst? Oder hat es auch die Samen und die Früchte, die eigentlich wesentlich sind für den Inhalt eines hochwertigen Produkts? Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Okay, wenn wir jetzt davon sprechen, ein hochwertiges Produkt, und wir sprechen jetzt von dem, du sagst, es ist zu teuer, Birgit. Was kostet deiner Information nach ein Sachet, wenn du sagst, es ist zu teuer? 3 Euro. Okay, was kostet ein Kaffee? 60 Cent hier. In einem Restaurant? Hm. Okay, gut. Was kostet eine Vorspeise in einem Restaurant? Puh, 2, 3, 4, 5, 6, 10 Euro. Fängt okay, an mit 3. Okay. Das heißt, diese Vorspeise ist ein Genussmittel, das dir hilft, vor deiner Hauptspeise etwas zu genießen. Dafür gibst du aus 2, 3, 4, 5, 6 Euro. Ist das richtig? Im Moment nicht, weil ich habe gar kein Geld für sowas. Nicht mal für einen Kaffee. Okay. Wie würdest du leben können, wenn du Geld hättest? Dann würde ich das ausgeben, klar, logisch. Okay, was hättest du noch gern außer diesen Sachets, wenn du Geld hättest? Was sind deine Träume, deine Visionen, was du gerne alles hättest, wenn du eine Wunschliste jetzt schreiben könntest, Birgit? Poh, jede Menge. Ich würde mir ein Wohnmobil kaufen und so weiter. Also da würden die Leute auch ganz viele Sachen antworten, das weiß ich. Das heißt, sie antworten viele Sachen. Ja. Da komme ich zur ersten Frage, wenn ich normal über das Business rede, aber wie du siehst, kann ich auch vom Produkt, ich kann das nicht leisten, Richtung Business gehen. Aha. Weil wenn ich der Person helfe, Geld zu verdienen, kann sie sich alle Produkte leisten, nicht nur eins. Das heißt, dann würde ich zu der Person sagen, gut, okay, du kannst dir derzeit gar nichts leisten. Wie lange ist es schon so, Birgit? Schon seit Wochen, Monaten oder länger? Länger. Länger, okay. Wenn du jetzt nichts veränderst in deinem Leben, wirst du dann die nächsten Wochen, Monate, Jahre noch immer zu wenig Geld haben? Ja. Okay, das heißt, irgendwas in deinem Leben ist gut, wenn du veränderst, und ich will dir dabei helfen, damit es in Zukunft doch rosiger aussieht. Damit du dein Wohnmobil kaufen kannst, damit du renovieren kannst, damit du dir gesunde Produkte kaufen kannst. Deshalb habe ich mich für dieses Geschäftsmodell engagiert und auch entschieden, um Menschen zu helfen, mehr Einkommen zu haben. Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, du willst Wohnmobil und, wenn wir unterm Strich alles zusammenzählen, wie viel Einkommen müsstest du monatlich circa haben, um dir all das locker leisten zu können, was du mir jetzt da aufgezählt hast, so ungefähr vom Bauchgefühl her? 5.000 Euro wären gut. 5.000 Euro, gut. Mhm. Bis wann hättest du die gerne? Im Monat meinst du? Ja. So bald wie möglich. Was ist so bald wie möglich? Sag mal innerhalb vom nächsten 6 Monaten. 6 Monate. Hast du irgendwas in deinem Leben jetzt schon in den letzten 5 Jahren kennengelernt, wo du innerhalb von 6 Monaten 5.000 im Monat kreieren kannst?
Ja, ich habe schon so ein Geschäft gehabt, ja. Ich habe in der Gastronomie gearbeitet in Großer und da war ich die Besitzerin und Super. da habe ich das auch gehabt, ja. Das heißt, du weißt doch, dass du es kannst. Ich weiß, dass ich das kann, aber die Leute, mit denen ich spreche. Hast du in der Gastronomie Gäste gehabt? Ja, logisch. Haben die bei dir Geld ausgegeben? Logisch. Haben die mehr ausgegeben als 3 € am Tag? Ja. Das heißt, es gibt bei dir auf deiner Insel Leute, die mehr als 3 € am Tag ausgeben. Ist das richtig? Auf alle Fälle. Das heißt, die müssen nur erkennen, welchen Nutzen sie von dem Produkt haben, damit sie sagen, 3 € ist gar nichts, da kostet mich die Suppe mehr. Ja. Lass uns mit ein paar Leuten in deinem Umfeld einmal gemeinsam ein Gespräch machen, um denen herauszufinden, was es ihnen wert wäre, in ihre Gesundheit zu investieren oder vielleicht sogar damit ein Geschäft aufzubauen, um auch ihre 500 bis 1000 oder mehr im Monat zusätzlich zu kreieren als Geschäftsidee. Okay. Kann nur noch ein Beispiel sagen, weil du sagst, auf deiner Insel gibt es Leute, die arm sind. Immer wo es Leute, die arm sind, gibt es auch Leute, die reich sind. Auf alle Fälle. In Österreich gibt es 8 Millionen Menschen, ja? In Polen gibt es 38 Millionen Menschen und davon sind 30 Millionen so arm, dass sie nur 200 € im Schnitt verdienen im Monat. Okay. Und in Polen explodiert unser Geschäft, obwohl die Leute nur 200 € im Monat verdienen. Warum? Weil es dort 8 Millionen Menschen gibt, die sich's leisten können und 30 Millionen, die sich's nicht leisten können. Das heißt, in Polen gibt es 8 Millionen Menschen, die sich's leisten könnten. Das sind so viel wie ganz Österreich. Das heißt, Polen hat mehr Potenzial als Österreich. Das heißt aber nicht, dass Österreich kein Potenzial hat. Ich glaube auch, dass auf jeder Insel der Welt und in jedem Land ein bestimmter Prozentsatz sich die Produkte leisten kann und ein bestimmter Prozentsatz gerne Einkommen hätte und denen das anbieten kann, die sich's leisten können. Und wenn du jetzt ein paar Leuten das anbietest, die sich's leisten können und denen tun die Produkte gut, wovon wir überzeugt sind seit über 18 Jahren, dann werden sich die das weiterempfehlen und du wirst immer mehr Kunden haben. Und irgendwann hast du hunderte Kunden und wenn du an einem Kunden 20 € mitverdienst, bei 100 Kunden hast du 2000 € im Monat Einkommen. Ist es das wert für dich, diesen Weg gemeinsam zu gehen? Das ist mir auf alle Fälle wert, aber ich kann es leider noch nicht sehen, weil ich habe auch schon viele Leute angesprochen, die haben viel Geld und denen ist das trotzdem zu viel Geld, das dafür auszugeben. Es sein, dass du das denkst? Ich denke das für mich nicht. Bob Oder dass Proctor ich sagt immer, man zieht das. das an, was man denkt. Darum bin ich da immer sehr kritisch, wenn ich das auch hinterfrage und ich möchte den Leuten auch helfen. Nochmal, Ich, was? Das habe ich jetzt nicht verstanden. Nochmal? Bob Proctor, ich weiß nicht, ob du Bob Proctor kennst. Bob Proctor Ja, sagt, ich du habe ihn gesehen. ziehst das an, was du denkst. Eric Worre schreibt, du ziehst das an, was du denkst. Nicola hat jetzt erst im letzten Call gesagt, du ziehst das an, was du denkst. Das heißt, auch da geht es darum, wenn wir immer die Neins bekommen, immer die, die kein Geld haben, was denken wir? Vielleicht erkennen wir das gar nicht bei uns, dass wir Angst haben, dass sich's der nicht leisten kann. Und dadurch kommen wir mit Menschen zusammen und gehen schon mit der Einstellung hin, aber wahrscheinlich kann er sich's eh nicht leisten. Also bei den Leuten, die jetzt viel Geld haben, da bin ich hingegangen mit der Einstellung, also unter anderem meine Schwiegertochter, die ist Lehrerin und Beamtin, da bin ich hin, ich weiß, die achtet sehr auf ihre Gesundheit, da bin ich hin, habe gesagt, hier, guck mal, die hat erst ein Baby gekriegt, die war sehr müde, sage ich, super Mix, genial, dann hast du wieder mehr Power. Und dann hat sie gemeint, ja, probiert sie mal aus, nee, und jetzt hat sie sich die Kiste für den Monat so eingeteilt, dass sie, glaube ich, schon seit 3 oder 4 Monaten, nee, und es ist jetzt zu teuer, und sie müssen sparen, sie wollen ein Haus kaufen. Sehr viel logisch von dem, was jetzt passiert. Aber dann liegt es nicht am Produkt, es liegt an der Vorgangsweise. Okay. Wenn du gefragt hättest, bevor ich dir das Produkt überhaupt verkaufe, ich verkaufe das vielleicht gar nicht, liebes Töchterlein, was würdest du dir erwarten, dass das Produkt bei dir macht? Ich hätte gern mehr Energie, ich würde mich gern wohler fühlen, ich würde gern abnehmen, ich würde das, 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 das. Egal, was die Person sagt, gut. Das ist kein Medikament, das ist ein Naturprodukt, das in den nächsten Monaten sehr viel bewirken kann. Bist du bereit, dieses Produkt einmal für 6 Monate zu nehmen?
Nein, ich probiere es nur einen Monat. Okay, dann bekommst du diese Kiste nicht. Ja, das habe ich schon in einem von deinen letzten Gesprächen dann erst gesehen, erst danach. Dann habe ich gedacht, stimmt, habe ich schon falsch angefangen. Ja. Ich will Erfolg kreieren und nicht an Misserfolg beteiligt sein. Das heißt, ich würde auch niemand als Fitnesscenter-Besitzer eine Karte geben, der sagt, ich probiere mal einen Monat aus und wenn ich nach einem Monat 30% mehr Muskulatur habe, dann mache ich bei dir weiter. Dann würde ich sagen, dann nicht bei mir. Ich will an Erfolg beteiligt sein, nicht an Misserfolg. Wenn zu meiner Frau jemand kommt und sie ist Physiotherapeutin und der würde zu ihr sagen, ich mache jetzt eine Therapie und wenn die nicht hilft, dann mache ich nicht weiter, dann würde sie sagen, okay, such dir einen anderen Therapeuten. Ich garantiere dir nicht nach einer Therapie Erfolg. Es kann sogar sein, dass du nicht einmal nach 10 Therapien noch den Erfolg hast. Aber wir werden schon am Weg sein, dass es dir besser geht. Vielleicht geht es dir auch nach 6 Therapien gut. Aber ich lasse mich doch nicht unter Druck setzen. Wenn es nach 1 Therapie nicht klappt, wechsle ich den Therapeuten. Dann gehe in Frieden. Ich muss nicht jeden haben. Ich will die haben, mit denen ich einen Erfolgsweg kriege. Egal, ob es Richtung Produkt ist oder auch Richtung Geschäft. Okay. Und jetzt kannst du sagen, okay, ich habe mit vielen Leuten gesprochen und die haben Nein gesagt. Wenn ich dann hinterfrage, was bedeutet viel? Ich weiß, der Willi, der hat jetzt begonnen, ganz klar für sich zu entscheiden und er schickt mir jeden Tag, dass er mindestens mit 15 Menschen ein klares Gespräch darüber führt, ob sein Gegenüber gesundheitlich, zeitlich oder finanziell einen Benefit hätte von dem, was er kennengelernt hat. Ob jemand gern davon einen Benefit hätte. So, das heißt, er geht in Gespräche. Davon sagen einige Nein. Und ich habe gesagt, nicht so wie früher, oh, das ist schade, da haben jetzt welche Nein gesagt, das funktioniert nicht. Das hat er total abgelegt. Er sagt, okay, der wollte nicht, die anderen vielleicht schon. Wir hatten heute zwei Gespräche in der Früh, am Vormittag. Einer ist eingestiegen mit 400 Euro, der andere ist eingestiegen mit 200 Euro. Also nicht einmal mit, oh ja, nur 100 Punkte, dass er ja drinnen ist, sondern wir haben über Nutzen gesprochen. Wir haben gesagt, was erwartest du da von den Produkten? Ja, ich erwarte mal schon, dass ich da mich wohler fühle, dass ich fitter bin, dass ich, okay, glaubst du, dass du dafür die Produkte mal testen musst und einmal anwenden musst für einige Monate? Ja, klar. Wenn du zufrieden bist mit den Produkten, können wir dann in deinem ganzen Tennisverein etwas Großes auf die Beine stellen mit all den Mitgliedern, mit all den Trainern. Na, das wäre dann sicherlich toll. Und von den ganzen Nutzen, der dort passiert, wird es den Leuten besser gehen, der Verein wird Geld verdienen, der Verein wird bestehen ohne Sponsoren, die jetzt und so alle abspringen. Und auf einmal waren Träume, Visionen da und ein Lächeln im Gesicht. Beide sind eingestiegen. Der eine war ein Versicherungsmakler und der andere, da hat der Willi Tennis gespielt, der ist halt von einem Tennisverein in Wien und der hat gesagt, okay, das machen wir. Und hätte er Nein gesagt, hätte der Willi gesagt, nächste bitte, nächste bitte, nächste bitte. Wir müssen nicht alle kriegen. Und immer wieder könnt ihr diese Leier, kennt ihr schon von mir, aber irgendwann wird es fix in euren Kopf sein. Ronaldo schießt 10-mal aufs Tor, trifft 9-mal nicht, trifft 1-mal rein ins Tor und ist 1 Million im Monat wert. Mit 90% Misserfolg. Genial, oder? Super Quote. Einer von 10 und dafür bin ich 1 Million wert. Stell dir vor, du machst 1 von 10 und sprichst jeden Tag mit 10 Leuten, dann hast du jeden Tag einen Partner. Das heißt, du hast 365 Partner direkt eingeschrieben nach einem Jahr. 365 Leute nach einem Jahr direkt eingeschrieben bedeutet weit mehr als 10.000 Euro im Monat. Ich glaube, die Nicole hat 400 eingeschrieben, verdient 1 Million im Jahr. Hättest du gern 100.000 im Monat? Ja, klar. Einer von 10 genügt am Tag. Dann hast du nach einem Jahr mehr als 10.000, wahrscheinlich 20, 30, 40.000 mit 365 Leute direkt. Und manche duplizieren, hast du wahrscheinlich 5.000 Leute im Team. Da brauchst du keine Gedanken machen über 20, 30.000 im Monat. Leo schreibt gerade, Gesetz der großen Zahlen, genau richtig. Nur die meisten machen ja nur 3 Aufschläge und sagen, Tennis funktioniert nicht. Oder für mich funktioniert Tennis nicht. Oder die Bälle sind schuld, die Bälle sind zu schwer, die Bälle
sind zu billig, zu teuer oder der Trainer ist zu billig, zu teuer, irgendetwas. Bob Proctor sagt ja auch, nicht der Preis ist entscheidend, sondern was bekomme ich als Gegenwert dafür? Bob Proctor kostet am Tag $10,000, wenn du ihn für ein, zwei Stunden haben willst. Nicht für den Tag, für ein, zwei Stunden. Und manche buchen bei ihm 20 Einheiten, weil sie wissen, es kostet mich vielleicht 10, 20, 30 oder 100.000 oder 200.000 sogar, bei 20 Einheiten mal 10.000, 200.000. Aber sie erwarten sich von diesem Mehrwert, was sie lernen, 1 Million Umsatz oder Einkommen. So, jetzt sprechen wir von 3 Euro am Tag, wo in den meisten Ländern eine Suppe, ein Kaffee oder eine Packung Zigaretten mehr kostet als dieses Sachet. Wo die Hälfte der Europäer noch immer zu Zigaretten greift oder zu einer Suppe, zu einer Torte oder zu einem Kaffee. Und all die Dinge, die ich aufgezählt habe, kosten mehr als dieses Sachet. Und hier sind 90, über 90 Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente. Und die Frage ist, wer will das gerne haben, um sich in Zukunft extrem fit und wohl zu fühlen, bis ins hohe Alter? Und dann darfst du entscheiden. Hättest du lieber das oder die Packung Zigaretten? Oder kannst du dir beides leisten plötzlich? Die Leute können sich auch einen Kaffee leisten in Österreich für 3,80 Euro und zusätzlich noch den Kuchen für 4 Euro. Das heißt, es macht gar nichts, das Doppelte auszugeben für die Gemütlichkeit. Und die meisten trinken auch nicht nur ein Bier oder ein Glas Wein für 3,50 Euro, sondern auch noch ein zweites und drittes. Völlig egal, ob das jetzt 7,50 Euro kostet oder 10 Euro die 3 Bier. Und da rede ich nicht vom Oktoberfest. Da kostet das Bier noch mehr und die Leute trinken eins nach dem anderen. Also es kann nicht am Geld und an den Kosten liegen. Es liegt daran, wie wir mit dem Mehrwert, den wir in der Hand haben, umgehen. Ein Stück Gold für unsere Gesundheit. Und genau so sollten wir es behandeln. Dann wird es Menschen geben, die sagen, okay, ich hätte es gerne. Okay, gut, dann haben Sie das Supermix und wie geht es dann weiter? Weiter geht's. Was willst du wirklich verändern? Ich will dir keinen Supermix verkaufen. Ich möchte dir helfen, besser zu funktionieren. Wir hatten heute Leute im Call, die keine Ahnung hatten von den Produkten. Ich habe gefragt, okay, Darm ist wichtig, dass du mehr Energie hast, dass du Vitamine, Mineralstoffe überhaupt aufnehmen kannst. Das heißt, willst du das in den Warenkorb? Ja, klar. Über 90 Vitamine, Mineralstoffe soll das in deinem Warenkorb? Ja, klar. Du machst Sport. Ist es, glaubst du, wichtig für dich, auch Sportprodukte kennenzulernen? Ja. Da gibt es das einzeln. Es gibt es aber auch als Sortiment mit dem Vorher und Nachher. Willst du den kompletten Nutzen haben oder nur während des Spiels? Oder auch vorher besser fitter zu sein und nachher besser zu regenerieren? Er hat gesagt, na, wenn will ich den vollen Nutzen haben? Sag ich, sollen wir das ganze Paket auch noch reingeben in den Warenkorb? Ja, bitte, Gerhard, mach das. Wir haben über Nutzen gesprochen. Der hat mich nicht einmal gefragt, was ein Produkt kostet. Weil wir haben nicht über den Preis gesprochen, sondern über den Mehrwert, den er jetzt bekommt. Ich habe nicht über den Preis diskutiert, sondern was will er in seinem Leben an Mehrwert haben? Ich habe Leute, die sagen, na, 200 Euro habe ich nicht. Dann spreche ich mit ihm, was seine Träume sind und was er gerne hätte. Und ja, ich hätte gerne ein neues Auto, Renovierung und neues Haus und schuldenfrei und alles, aber ich habe keine Kohle. Dann sage ich, okay, willst du wirklich großes Geschäft haben? Ja. Innerhalb der nächsten 6 Monate? Ja. Glaubst du, dass ein Friseur, der in den nächsten 6 Monaten großes Geschäft haben will, nur mit einem Kamm und einer Schere beginnt, dann sagen die Leute, nein, der braucht Equipment, der braucht auch Farben, der braucht Lockenwickler, der braucht dann Föhn, der braucht um 10.000, 20.000 Equipment. Und ich sage, okay, bei uns hast du das Größte, wenn du alles nimmst, was da so gibt bei uns, bist du wahrscheinlich mit 1.300 bis 1.500 Euro dabei und hast alles, was gibt. Ist das nicht günstiger als beim Friseur? Ja, super, machen wir das. Ich hatte schon Leute, die haben keine 100 Euro ausgegeben am Anfang für die eigene Gesundheit und haben gesagt, okay, ich will aber Business ordentlich starten, nicht halb. Du sagst 1.500 Euro, alle Produkte, super. Kannst du das? Nehmt ihr Kreditkarte? Ja, kein Problem. Machen wir das sofort. Die haben nicht gewusst. Und davon habe ich, glaube ich, 20, 30 Leute so registriert, die aber dann auch eine bessere Basis hatten. Und davon haben wir einige im Team. Das ist der Werner, den ich sehe. Ich sehe den Leo, der so gestartet ist mit 1.500. Mit Klaus Syrowat gestartet, mit der Jose ist gestartet, die Edi ist gestartet.
Und. Die Martina ist gestartet so. Sag mal, der Günther Jack ist gestartet. Der hat sogar zuerst in den Keller gestellt. Sein ganzes Paket und hat es einmal ein halbes Jahr nicht einmal angerührt. Dann hat er raufgenommen und gesagt, okay, jetzt verwende ich das mal. Er hat gesagt, so schlecht ist das gar nicht, beginnen wir das Geschäft. Halbes Jahr später hat er seine Produkte das erste Mal aufgemacht. Das heißt, wir sehen, 60% von denen, die jetzt im Call sind, sind gestartet mit 1.300 bis 1.500 Euro. Und sind aus dem Grund vielleicht auch schon ein Stück weiter und haben es aus dem Grund ein größeres Team als die anderen, weil sie in ihrem Laden mehr anbieten können, weil sie den Leuten auch überzeugend sagen können, ich habe mich für das Geschäft entschieden und nicht, ich kaufe mir zuerst nur die Bindung und probiere mal Skifahren. Es wird schwierig. Oder ich kaufe mir die Ski, aber keine Skischuhe. Es wird kalt, wenn du da barfuß rumstehst und ziemlich unsicher. Du wirst ja auch nicht sagen, jetzt kaufe mal die Ski, die kosten 700 Euro und ich kaufe mir auch noch die Bindung, das kostet nochmal 300 Euro und dann kaufe ich mir Skischuhe um 400 Euro. Du gibst mal aus 13, 14, 1500 Euro, dann stehst du im Skigebiet vor der Kasse und die sagen, bitte noch einmal 200 Euro für die Wochenkarte. Und trotzdem gibt es hunderttausende Menschen, die sich anstellen, um dieses Geld ausgeben zu dürfen. Und dann brauchen wir nicht darüber reden, ob sich jemand leisten kann. Die Frage ist nur, will sich es jemand leisten? Und umso klarer und überzeugend wir sind, umso mehr Leute werden wir anziehen, die sagen, ja, aber beginne mal zuerst zu hinterfragen. Nehmen wir vielleicht noch einen anderen Einwand von jemand anderem, dass ihr nochmal das Beispiel des Hinterfragens kennenlernt. Wer hat noch so Einwände, die er hier und da bekommt? Irgendeinen Einwand. Ich habe zum Beispiel jemanden gehabt, der mir gleich vorgeworfen hat, ja, das ist Schneeballsystem, das kann nicht gut sein. Wie gehe ich damit um? Was sage ich dann? Gleiche Frage, die ich immer stelle. Was verstehst du unter Schneeballsystem? Mhm. Hilf mir okay. Da bitte weiter. Na, aber gib mir auch die Antwort. Stell dir vor, du bist jetzt die ganz kritische Freundin von dir. Gib mir einfach eine Chance, sei mal ganz kritisch, ganz brutal kritisch, dass ich es wirklich ganz schwer habe. Ja? Ja, ich habe im Internet gelesen, dass bei diesen Systemen, wenn die funktionieren, dann verdienen, also irgendwie von allen Leuten, die da beteiligt sind, verdient nur 1% kann wirklich Geld verdienen damit. Das ist okay. Doch Unsinn, das funktioniert, ne? Okay, du meinst, da gibt es ein paar, die viel verdienen und dann gibt es einige, die wenig verdienen. Ja, nur für 1% der Leute zahlt sich das wirklich aus. So habe ich es gelesen im Internet. Okay, also so ähnlich meinst du wie bei Audi oder Rewe? Mhm. Beim Audi-Konzern verdienen die Oberen viel Geld und die Unteren schuften und kriegen 2.000 Euro nur im Monat. Und andere verdienen 100.000 im Monat. Mhm. Okay, das ist in der Wirtschaft so. Dass es so ist, bei Audi, beim Rewe-Konzern, bei Billa, bei all diesen Konzernen ist es so, wenn du dich nach oben arbeitest und mehr Verantwortung hast und mehr Struktur unter dir hast sozusagen, verdienst du im Management mehr. Mhm. Bei uns hast du die Möglichkeit und jeder die Möglichkeit, nicht abzuwarten, wie lange es dauert, in die nächste Hierarchie zu kommen, sondern du kannst selbstbestimmt sofort Consultant, Manager, du kannst die Ränge in die Höhe gehen, in jeder Geschwindigkeit, wie du möchtest. Du musst nicht abwarten, bis jemand ob er dir gekündigt wird oder ob er dir in Pension geht. Das Schöne ist, wir haben genauso eine Struktur wie die ganzen Konzerne wie Porsche, Audi, Rewe-Konzern und, egal wie sie heißen. Ja. Canon, Minolta, alle Firmen der Welt ja, sind in Strukturen aufgebaut. Hier hast du die Möglichkeit, dass du deine eigene Karriereleiter raufgehst in der Geschwindigkeit, wie du möchtest. Du kannst schneller sein als andere, die schon seit 5 Jahren dabei sind. Du kannst in 6 Monaten, so wie es manche schon bewiesen haben, 50.000 verdienen, wo andere nach 10 Jahren noch keine 2.000 verdienen. Und das ist das Schöne. Okay, einverstanden. Das funktioniert dann im Prinzip da wie das Tupperware-Prinzip oder wie Herbalife. Oh Gott, schlimm, grässlich, grauenvoll, kann nicht funktionieren. So. Okay, welche Erfahrung hast du damit? Herbalife habe ich ausprobiert, habe ich auch Produkte gekriegt, habe ich auch viel Geld bezahlt und es ist nichts dabei rumgekommen, gar nichts. Okay, wie lange hast du Herbalife ausprobiert, weil du sagst ausprobiert? Mehrere Monate, mindestens ein halbes Jahr. Halbes Jahr, gut. Kennst du irgendeine Tätigkeit, wo man nach einem halben Jahr seine Lehre beendet hat oder seine Ausbildung fertig ist? Na, aber man hat mir ja gesagt, dass in diesem System das schneller geht. Okay, willst du mal mit jemandem zusammenarbeiten, der dir ganz loyal und authentisch sagt, dass es jetzt einmal 3 bis 5 Jahre Ausbildung gibt, wo du gleichzeitig beginnst, Geld zu verdienen? Bist du dafür bereit, dass du in 5 Jahren deine 3.000 bis 5.000 Euro verdienst? Würde das in deinem Leben etwas verändern? Ja.
Genau. Dann lass uns einfach starten und dir nicht Sachen versprechen lassen. Wenn es schneller geht, ist es schön. Nur nehmen wir uns einmal vor, dass wir Tag für Tag wesentliche Dinge gemeinsam tun, damit du lernst, wie man Leuten etwas vorstellt, wie man denen spricht, kein Marktschreier zu sein, sondern einfach sukzessive dieses Business zu lernen. Das ist ein Geschäftsfeld, wo man wirklich sich viel aufbauen kann. Aber es ist auch ein Geschäftsfeld, wo man wie durch eine Lehre durchgeht, um die wesentlichen Dinge zu lernen. Würdest du dich von mir gerne begleiten lassen, dass du mal Erfolg erlebst? Wir können es ja mal probieren, aber wirklich funktionieren wird es wahrscheinlich. Würdest du bereit sein, wenn wir jetzt auch miteinander starten, das Wort probieren vielleicht einmal wegzutun, sondern dich einfach darauf zu freuen, auf diese Reise, die Ergebnisse für dich auch zu realisieren? Klingt ja schön utopisch, aber es ist ja im Grunde schon wieder zu teuer mit 150 Euro im Monat. Oh Gott, das kann ich nicht bezahlen. Okay, das heißt, wie viel würdest du gerne im Jahr verdienen? Ja, auf jeden Fall mehr als jetzt. Also ein paar Tausend dürfen schon sein. Ein paar Tausend würdest du gerne verdienen. Das heißt, wie viel würdest du gerne im Jahr verdienen oder im Monat verdienen, dass es für dich sich überhaupt auszahlt, diese Reise zu beginnen? 5.000 im Monat ungefähr. 5.000. Das heißt, du willst also 5.000 mal 12 im Jahr 60.000 verdienen und willst keine 150 Euro investieren. Verstehe ich das richtig? Ja, wenn ich dann das Geld habe, schon, aber jetzt für den Start geht es halt nicht, weil ich muss ja von einem Kapital abbeißen, von einem Kuchen abbeißen, der meiner Speis steht, der ganz, ganz klein ist. Und da sind 150 pro Anteile extrem viel. Ich habe mal einen guten Spruch gehört. Lach einfach drüber. Es soll jetzt nicht persönlich sein, aber der heißt: Du setzt dich jetzt vor den Kamin und sagst, gib mir Feuer, dann gebe ich dir Holz. Okay. Okay. Ja gut, aber wenn ich jetzt kein, ja okay, aber ohne Holz kein Feuer, das beißt Ja, sich die Katze ins okay. Maul, oder? Gib mir Feuer, dann gebe ich dir Holz. Das heißt, du willst zuerst Geld verdienen und dann erst 150 investieren. Du willst zuerst Skifahren lernen und dann erst Ski kaufen. Du willst laufen lernen, aber nie aufstehen. Okay. Du willst gehen lernen als Baby, aber ja, nie auf die Knie und dann auf die Beine. Da war gerade ein Baby hier, das finde ich super. Passt perfekt zu meinen Sätzen. Also, Okay, einverstanden. Ja. genau. Das heißt, wenn jemand zu mir sagt, ich investiere keine 150 Euro in meine Zukunft, dann ist das vollkommen okay. Es ist ja auch ein Casting. Ich möchte ja auch nicht in jede Person meine Zeit investieren, der gar nicht vorhat, etwas in seinem Leben zu verändern. Das wäre ja ganz schade um meine Zeit. Das heißt, wenn jemand sagt, ich möchte was verändern, dann kann er von mir viel Zeit haben. Ich habe heute noch um 22 Uhr einen Termin und ich habe heute schon, glaube ich, 12 Termine gemacht. Und es macht mir jeder noch immer Spaß, weil ich Leuten auch die Zeit gebe, wo ich das Gefühl habe, die haben sich entschieden, ihr Leben zu verändern. Und wenn ich dazu beitragen kann, na super, dann ist es toll. Aber es gibt auch Leute, wo ich sage, den registriere ich gar nicht. Das tue ich mir gar nicht an. Okay. Schau um meine Zeit. Ich bin Unternehmer. Ich möchte auch sortieren, mit welchen Leuten möchte ich meine Zeit verbringen. Mit welchen Ja. Menschen will ich vorangehen? Und wenn es die Personen ernst meinen, dürfen sie meine Zeit haben. Wenn sie es nicht ernst meinen, dann sollen sie ja jemand Suchen. anderen einfach die Zeit stehlen. Sagen wir es einmal so Okay. ganz nett. Und das kann ich ja im Prinzip meinen künftigen Teammitgliedern, die sich eigentlich erstmal noch wehren, vielleicht kommen sie ja später dazu, auch so sagen. Nochmal die Frage, bitte. Das kann ich meinen, also ich will ja ein Team aufbauen, ich spreche die Leute an und die wehren sich aber jetzt noch. Du hast gerade meine ganzen Kontra-Argumente gehört, die wehren sich noch, aber vielleicht kommen sie ja später irgendwann dazu. Ich werde sie in ein paar Wochen nochmal anschreiben oder ansprechen oder wie auch immer. Aber genauso wie es, das du gerade formuliert hast, kann ich denen das auch sagen im Sinne von, ja, dann, wenn du nicht wirklich etwas verändern möchtest, kannst du das natürlich auch gerne bei jemand anders versuchen oder tun oder nur nicht bei mir. Also die erste Person, die wir registrieren sollten in unserem Team, sind wir selbst. Ja. Das heißt, die erste Person, die wir einschulen sollten, sind wir selbst. Die erste Person, die wir ermutigen sollten, tolle Sachen und positive Sachen rauszubringen, sind wir selbst und nicht unser erster Partner. Das heißt, die erste Person, die wir trainieren, schulen und motivieren sollten, sind wir selbst. Das heißt, stell dich einmal vor deinen Spiegel und denk dir, würde ich mich bei mir selbst registrieren?
Welche Ansichten habe ich? Wie sehr glaube ich an den Erfolg? Wie sehr glaube ich, dass ich das Ding heute rocke? Wie sehr glaube ich daran, dass ich heute die richtige Anzahl von Stunden in mein Geschäft investiert habe? Wie viele Leute habe ich selbst diese Woche ins Team gebracht? Kann sich jeder fragen. Vorm Spiegel. Ja. Und kann sich dann selbst die Antwort geben. Baue ich gerade Geschäft auf oder bin ich nur Zuschauer im Stadion und andere spielen? Darf ich eine Frage an das Team stellen? Die Dame, die in den letzten 24 Stunden den Consultant-Level erreicht hat, ist die heute da? Ich weiß gerade nicht. Nein, genau. Die ist heute nicht da, aber sie ist nicht die Einzige. Wir haben jetzt eine Person, die ist in 1,5 Wochen Executive geworden. Die hat 10 Consultant gemacht in 1,5 Wochen. Wie rede ich von einer Person, die 2 Leute registriert hat? Da hatte ich schon viele. Ich habe mal einen gehabt, der ist hinter mir gesessen und hat mir bei so einem Zoom-Call um 20 Uhr zugehört. Dann hat er gesagt, das, was du den Leuten erzählst, das will ich auch irgendwann erzählen. Danach hat er sich hingesetzt, hat 2 Leute angerufen und war eine halbe oder Stunde später, war er Consultant. Er hat seinen Leuten erzählt, ich beginne mit einem Business, das ich groß aufziehe. Okay. Willst du dabei sein? Ja. Frage, ist es möglich, diese Personen zu kontaktieren, um mit denen nochmal zu sprechen, damit ich weiß, dass ich ihnen auch nochmal meine Fragen stellen kann? Ich glaube, es ist wichtig, dass du dir selbst nochmal deine Fragen stellst. Das hilft dir jetzt nicht. Die haben ihre Entscheidung getroffen und dadurch sind sie dort, wo sie sind. Ich glaube, ich würde von denen gerne lernen, verstehst du? Der wichtigste Position, von der du lernen kannst, ist einmal von dir selbst jetzt. Wenn du nicht die Erfolge hast, die Nicola hat es so schön gesagt in einem der letzten Calls, die hat gesagt, frag dich einmal selbst, bist du eine 10 in Dingen? Bist du bereit, voranzugehen? Würdest du dir eine 1 geben oder eine 10? Okay. Bist du überzeugt von den Produkten? Eine 1 oder eine 10? Bist du überzeugt, dass das Produkt einen bestimmten Wert hat für den Preis? Eine 1 oder eine 10? Okay. Wenn dieses Sachet kosten würde 7 Euro, würde ich es genauso kaufen. Ich kenne ein Wellness-Hotel, da verkaufen sie ein Sachet um 12 Dollar. Ein einziges. Wow. Und sie verkaufen das wie warme Semmeln. Mhm. Weil sie sagen, das hat über 90 Vitamine, Mineralstoffe, Spurenelemente, wer das haben will, zahlt 12 Dollar dafür. Mhm. Okay. Und diese Person hat auch keine Bedenken, dass das möglich ist. Das heißt, darum gibt es ja auch Leute, die in 1,5 Wochen hohe Ränge schaffen, auch in 3 Wochen, in 5 Wochen, in 3 Monaten. Und es ist völlig egal, wie lange es für dich dauert. Nur eins muss uns klar sein. Wenn wir immer in außen das suchen, dass wir vorangehen, dann sind wir dort, dass wir uns noch nicht eingestehen, dass es vielleicht auch an unseren Gedanken liegt, warum wir solche Antworten bekommen. Ich kann dir wirklich sagen, ich habe in den letzten paar Jahren so gut wie nie den Einwand bekommen, es ist zu teuer, und habe tausende Leute ins Team mitgeholfen reinzubringen oder selbst auch eingeschrieben. Okay. Ich habe nicht gehört, okay, Pyramidenspiel. Weil ich den Leuten zeige, dass ich ein legales Business aufbaue und auch mit denen entsprechend spreche. Das heißt, Bob Proctor sagt auch, sein Tun haben. Wenn ich jetzt schon denke, ja, ich mache ein Riesengeschäft und ich bin schon dort, ich habe es schon geschafft, dann werden auch die Gespräche anders laufen. Wenn ich denke, es ist teuer, ich habe bis jetzt nur Neins bekommen, dann wird auch der nächste Aufschlag wieder ins Netz gehen. Mhm. Das heißt, Gedanken, Handlungen, Ergebnisse. Denke ich, oh, das könnte unsicher sein, dann werde ich schon unsicher fahren und werde auch gegen den Baum fahren, dann werde ich auch den Unfall bauen. Das heißt, dann steuere ich komplett das Hindernis an. Und das bei jedem Gespräch. Mhm. Wenn ich denke, es funktioniert, das Beispiel jetzt von dieser Reise auf die Fidschi, ja, da gibt es Millionen Menschen, die das gewinnen wollen. Und ich habe mir als Bildschirmschoner die Fidschi-Inseln gemacht. Und ich habe es jeden Tag gesehen. Und eigentlich war ich in Gedanken schon dort. Mhm, okay. Und nur aus dem Grund hat mich dieses Ergebnis, wie ich letzten Montag erklärt habe, angezogen. Wenn du denkst, okay, ich bin es wert, das große Ding, dann wirst du auch die Gespräche anders führen. Dann sagst du den Leuten, ja, mein Ziel ist innerhalb der nächsten 5 Jahre, 5.000 bis 10.000 Euro zu verdienen. Und jetzt baue ich mir die Strukturen dafür auf. Mhm. Dann fragt dich die Person, verdienst du schon Geld? Sagst du, nein, überhaupt nicht. Aber ich baue jetzt die Strukturen auf, um dann dieses Geld zu verdienen. Und das mit voller Sicherheit, mit Genuss gibst du diese Antwort. Ja, das ist lustig, aber dann melde ich halt, wenn du bereits welches verdienst. Vorher interessiert mich das. Super, mache ich. Wunderbar. Tschüss.
Okay. Ja, dann ist halt das eine Person, die dann nach 5 Jahren einsteigt, so wie jetzt gestern oder heute in der Früh, der eine Freund, der seit 5 Jahren sieht, dass sich mein Geschäft immer mehr entwickelt. Mhm. Okay. Vollkommen okay. Okay. Super, danke, dass du dir so viel Zeit nimmst. Ja. Ich kenne auch keinen Fußballtrainer der ersten Division in Deutschland, Österreich oder irgendwo, der alle anbettelt, bitte kommt zum Training, dass wir ja genug Leute sind. Stimmt. Ich hätte auch eine Frage. Gerne. Ich bin neu in der ganzen Geschichte und ich habe das heute erst erfahren. Und ich würde gerne ein bisschen wissen, wie das Ganze überhaupt funktioniert. Man kriegt sozusagen das Produkt, man könnte es sozusagen ausprobieren, ob man davon überzeugt ist oder nicht, um es halt auch besser verkaufen zu können. Und wie funktioniert das dann wirklich? Man verkauft es den Menschen in dem Umfeld, die einem halt begegnen, oder hat man auch Möglichkeiten, das weiter weg zu verkaufen? Oder was kriegt man für Unterstützung oder solche Sachen? Also, ich würde gerne das Ganze mit dir durchgehen. Nur ich habe heute jetzt gesagt, wir machen Einwandsbehandlung. Ich würde gerne auf diesem Thema jetzt bei der Einwandsbehandlung bleiben, dass da jeder fix ist. Aber ich würde gerne nach dem Call, der wird vielleicht noch ein paar Minuten dauern, dass wir uns nochmal zusammenrufen und dann gehe ich komplett das mit dir durch. Ist überhaupt kein Problem. Das heißt, wenn wir diesen Call beenden, dann klinge ich nochmal in den gleichen Zoom-Call rein, dann werde ich auch da sein und dann gehe ich mit dir das durch. Ich lerne schon natürlich, was ich von den anderen höre, kriege ich so eine leichte Idee. Also das ist, ist überhaupt kein Problem. Geh nachher in den Call, wenn wir den beenden, noch einmal rein und dann gehe ich das mit dir nochmal durch. Und wer möchte, kann dann nochmal dazukommen. Aber das wird diesen Call gerne auf dieses Thema nochmal Einwandsbehandlung geben. Wer hat Einwände, wo er Herausforderungen hat? Wenn ich wen frage, kennst du jemanden, der mehr Zeit, mehr Geld, mehr Lebensqualität haben möchte? Und ich kriege als Antwort, nein, kenne ich nicht. Okay. Wie würde deine ideale Lebensqualität aussehen? Cool. Klaus. Birgit. In dem Fall Marco. Wie würde deine ideale Lebensqualität aussehen? Meine jetzt? Das würde ich die Person fragen, wenn er sagt, er kennt niemanden. Frage ich die Frage und dann bin ich ruhig. Ich habe alles. Ich habe ein Haus, ich habe einen Job. Familie, alle sind gesund, ich ernähre mich gut, gehe zum Biobauern, koche mir selbst. Alles toll. Gibt es irgendwelche Träume, die du doch noch hast in diesem Leben? Nicht wirklich, nein. Okay, du bist hundertprozentig zufrieden? Ja. Okay, kennst du Leute, die gern so eine Zufriedenheit hätten, die du jetzt hast, denen es nicht so gut geht finanziell, die nicht so sicher sind, die sich noch nicht so gut ernähren, die da gern einen Benefit hätten, die zu wenig Energie haben, zu viel Gewicht? Nein, kenne ich eigentlich nicht. Sind alle glücklich in meinem Umfeld. Du, Marco, dann ist super. Ich wünsche dir so eine tolle Zeit, ein tolles Leben. Alles Gute. Ja, genau richtig. Genau. Das ist so, wenn ich ins Schuhgeschäft gehe und ich frage den Verkäufer und sie sagt, wollen Sie Schuhe? Ich sage, nein, ich will gar keine Schuhe. Dann fängt sie auch nicht zu weinen an. Bitte kauf doch Schuhe. Ne? Okay, dann will halt jemand anderer die Schuhe kaufen. Das ist der Unterschied, ob ich jemand anbettel, dass er mitmacht, oder Menschen Fragen beantworte, damit die Person echt eine große Chance hat, mit dem Geschäft etwas auf die Beine zu stellen, für sich etwas zu verändern im Leben. Ich möchte mit Menschen arbeiten, wo es prickelt, wo jemand sagt, hey Gerhard, erklär mal, wie kann man ins Geschäft einsteigen? Und ich zu Leona sagen kann, super, wenn der Call jetzt aus ist, geh nochmal rein, ich erkläre das. Ich möchte Menschen helfen, große Ziele zu erreichen, ein ganz tolles Leben zu erleben. Ich habe mich auch dafür entschieden. Ich gehe auch den Weg. Und ich habe nicht gewusst, wer mitgeht. Aber ich habe einmal vorher die Entscheidung für mich getroffen. Und das kann jeder für sich tun. Jeder für sich die Entscheidung zu treffen, ich mache das Ding groß. Und ich werde sehen, wer dabei ist und wer nicht. Nur wenn ich es von den anderen abhängig mache, dann bin ich ja schon wieder ein Nachläufer statt ein Vorausgeher. Wie soll dir jemand nachgehen, wenn du nicht den ersten Schritt machst? Wenn du stillstehst, kann dir niemand nachgehen. Wenn du vorausgehst, dann können deine Freunde sagen, okay, der ist schon unterwegs, da gehen wir mit. Vorbild, Vorbildwirkung, vorangehen. Ich glaube, das ist so wichtig. Und die Leute werden sich dann fragen, okay,
Ich habe Nein gesagt und der geht trotzdem und macht das Ding. Stell dir vor, der wird erfolgreich. Vielleicht wäre es doch ganz gut, wenn ich mich da anschließe. Der Zug fährt ab und ich bin nicht drinnen. Das ist schon blöde. Zeigt den Leuten, dass ihr euch da für 100%ig entschieden habt. Die meisten testen euch mit den Fragen. Sie testen euch, ob ihr das selber kaufen würdet um 3,20 Euro. Sie testen euch, ob ihr wirklich das Geschäft aufbaut oder nur hofft. Und wenn ihr die Antworten gebt oder es hinterfragt und die Sicherheit ausstrahlt, ich gehe dafür, ich bin überzeugt, ich mache das Ding groß, dann werden manche sagen, okay, habe nur 2, 3 Fragen stellen wollen, ich sehe, du bist überzeugt, kannst du mich jetzt registrieren? Und ich hätte nicht nur gern die 2 Produkte, so wie du gesagt hast, ich hätte gern alle. Alles schon erlebt. Alles Praxis, nicht Theorie. Gut, dann sage ich Dankeschön. Wer sonst noch Fragen hat und sich jetzt nicht so Fragen hätte, vertrauen, der einfach auf mich zukommen oder auf seine aktive Upline am besten zukommen. Und wir schließen jetzt den Call. Und wer auch noch hören will, was ich dann Leona erzählt, kann gern noch einmal einsteigen. Und ich freue mich sehr, dass ich Leona jetzt noch da helfen kann, unterstützen. Ich drücke jetzt nur auf Stopp und wünsche einen schönen Abend für diejenigen, die ich jetzt nicht gleich wiedersehe.